hier unterwegs mit einem Roboter, mit einem Feldroboter. Sehen Sie zum ersten Mal? Nein. Das ist Ihr Eindruck? Also für mich ist klar, Smart Farming ist Teil der Lösung. In der Zukunft werden wir mit kleinen Robotern eine große Leistung erbringen, nämlich Artenschutz, Klimaschutz, sauberes Wasser weiterzuentwickeln und letztendlich damit auch mit modernster Technik jungen Leuten in der Landwirtschaft eine Chance zu geben. Die Zukunft ist Smart Farming und Mecklenburg-Vorpommern bekommt ja jetzt ein Fraunhofer-Institut, ein neues, und damit werden wir zum Vorreiter einer umweltverträglichen Landwirtschaft auf diesem Planeten. Großartig. Was denken Sie zur Akzeptanz in der Landwirtschaft, was das Thema Roboter angeht? Ich schwenke einmal kurz nach unten, dass die Zuschauer auch noch mal sehen, von was wir hier reden. Was meinen Sie? Brauchen wir noch ein bisschen oder ist die Akzeptanz schon da? Also wer hat als Kind nicht gerne mit einem ferngesteuerten Auto gespielt? Also ich weiß es noch, ich hatte einen Wartburg 353 mit Fernsteuerung. Und wenn man sich das überlegt, dass wir hier keine Fernsteuerung haben, sondern wir können über den Planeten, über Satellit sehr genau diesen Roboter einsetzen und im Büro sitzt der hochqualifizierte Landwirt, der dem Roboter zuschaut bei seiner Arbeit und ihm gegebenenfalls nochmal Befehle gibt. Für mich ist es ein Werkzeug und dieses Werkzeug hilft diesem Planeten. Und wenn wir Klimaschutz, Artenschutz, sauberes Wasser garantieren wollen, dann gehört der Roboter wirklich mit dazu. Vielen Dank. Sehr gerne.